Es reicht auch, wenn ich die ganz billigen Betten nehme. Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde Fallout 4 und ich habe mittlerweile herausgefunden, wie man den Anzug aussieht. Man drückt dafür nämlich auf dem Xbox-Controller einfach die ganze Zeit A, beziehungsweise hält das gedrückt. Hier kommt auch unser lieber Roboter gerade an. Gucken wir mal, was der so Sir, hat. willkommen zurück, Sir. Danke. Ich hoffe, Sie konnten Hilfe im Comcom finden. Neue Freunde. Könnte man so sagen. Ich habe neue Freunde gefunden. Davon kann man heutzutage nie genug haben. Ich bin zwar nicht Mr. Gutsy, es wäre mir aber eine Ehre, Sie im Commonwealth zu begleiten. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Gerne. Ja, natürlich. Direkt hinter Ihnen, Sir. Ach, den Hund muss ich dann da lassen, oder Keine was? Sorge, Junge. Dein Herrchen ist in guten Händen. Ach, den Hund will ich aber nicht da lassen. Abbrechen. Wir sind deine City-Touristen. Wenn der Der Hund rennt weg. diese Bedeutung hat, Jetzt ist Cotsworth quasi mein Hund. Okay, ich muss mich aber erstmal anziehen hier. Weil ich einfach gar nichts gerade trage. So war das. Kleidung. Ehering anlegen. Eleganter Hut. Was nehmen wir noch? Lederrüstung oder nehmen wir was anderes? Raiderrüstung. Komm, nehmen wir eine Lederrüstung. Das ist, glaube ich, am schönsten. Lederkombi nehmen wir am besten. Rechter Arm. Uns fehlt noch der linke, ne, das rechte Bein. Gucken wir mal, ob wir hier noch was haben. Rechtes Bein. Gibt's da noch was? Nee. Okay, gucken wir uns mal an. Wo ging das? Hier. Wir sehen jetzt gerade so aus. Okay. Eigentlich gar nicht so schlecht. So, gucken wir mal, was wir hier machen jetzt. Ich kann nicht rennen, weil ich zu viele Sachen dabei habe. Deswegen schmeiße ich mal ein bisschen was weg, glaube ich. Oder wir tauschen das mit Cotsworth. Komm. Hey. Handel. So, geben wir dem mal ein bisschen was. Was haben wir denn hier so? 293 von denen. Die 45er wollen wir wieder haben. Ah! Kann man da irgendwie rübergehen? Alles nehmen. Das ist ein Handel. So, gucken wir mal, was wir dem geben können jetzt alles. Haben wir so viele Fusionszellen dabei? Okay, gehen wir die mal rüber. Einen der Pistolen können wir auch rübergeben. Beziehungsweise ein paar sogar. Hier auch ein paar. Sechs. Alles, was wir öfter haben eigentlich, theoretisch. Leichte Kleidung haben wir auch zu viel. Kann man alles rübergeben. Minigun braucht man zum Beispiel auch erstmal nicht. Weil wir haben keine Moon dafür. Hier Raider Leder können wir, glaube ich, sogar komplett rübergeben. Dann haben wir auch auf jeden Fall wieder ein bisschen Platz hier. Schlagring. Das wollte ich gar nicht rübergeben. Schweißerbrille, Splittergranate, Stimpak, weiß ich nicht. Das behalten wir auch erstmal noch. Was ist Ushanka? Ja, hat jetzt nicht wirklich was gebracht, das abzugeben, aber egal. Gucken wir mal noch weiter oben. Nuka-Cola behalten wir auch mal noch. Habe ich irgendwas übersehen jetzt hier? Blähfliegenfleisch zum Beispiel. Brauchen wir das? Weiß ich nicht. Aber bringt jetzt auch nichts, das abzugeben, so groß. Eitersack. Ken wiegt wenig. Das ist halt das Problem, ne? Die Sachen wiegen halt größtenteils einfach wenig. Gamner-Outfit hier kann man loswerden. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal looten, ne?
Weil wir müssen ja irgendwas gucken, stand da, glaube ich. Nehmen wir mal unsere Waffe. Hier ist nämlich jemand. Wer ist das? Ist das ein Kollege? Ah, Preston Garvey. Ich weiß wirklich zu schätzen, dass du uns hier hilfst. Da ging es zur Brücke. Ah, ich muss zur anderen Seite. Glaube ich, weil ich muss ja hier Sachen finden, um hier... War das hier oder einem weiter? Hier war das. Um hier an der Werkbank was zusammenzubauen, ne? Hatte ich da nicht eine... Mission für? Station verlassen, verlassen. Gucken wir doch mal kurz. Wo kann man das denn gucken? Nein, da wollte ich gar nicht hin. Aufgaben. Sprich mit den Siedlern bei Tempins Buff. Bau geschützte Schlafplätze. Das! Das müssen wir jetzt auch irgendwie machen. Die Frage ist wie. Wir brauchen dafür Matratzen und so. Deswegen müssen wir in die Häuser rein. Und müssen gucken, ob wir da was finden. Oh, pfeift doch nicht hier rum. Kann man hier irgendwie das Sofa? Ich will nicht sitzen. Ich will das Zeug hier mitnehmen. So, gucken wir mal hier, was es hier so gibt. Nuka-Cola-Flasche. Nice. Hier. Kaffeekanne. Die Frage ist, wo man das Zeug auch alles verkaufen kann. Silbertafellöffel. Hier haben wir ein Bettgestell. Das kann man auch nicht nehmen. Ist wahrscheinlich auch zu kaputt einfach. Hier ist unser Roboter. Gucken wir mal hier dran. Wow. Da ist noch einer. So, hi Roboter, wie geht's dir? Cotsworth. Hier ist was drin. Russische Eier und Nuka Sherry. Die haben sogar Sherry Coke hier im Angebot. Das liegt hier, benutzter Ölkanister. Hier lag auch irgendwas, oder? Ne, sah nur so aus. Stuhl sitzen will ich nicht. Wie baue ich die Schlafplätze? Ist jetzt die Frage. Stimpak und Redray. Das ist cool, dass die das hier haben. Was gibt's hier? Entsperren. Einsteiger. Ah, so. Nee, noch nicht ganz. Ah, jetzt muss ich noch ein bisschen. Die Haarklammer ist gerissen. Die nächste ist gerissen. Oh Mann. Ihr seht, ich hab's drauf. Jetzt hab ich's. Schön. Eleganter Hut. Juhu. Mehr nicht. Mehr gab's da echt nicht in dem Ding. Nur einen eleganten Hut. Befehl. Hey. Ja, Sir? Cotsworth. Sir? Geh doch mal aus dem Weg. Gucken wir mal weiter hier, was es hier noch so gibt. Und wir müssen dann auch herausfinden, vielleicht, wie man hier was baut. Das wäre cool. Sofa. Fernseher aktivieren geht nicht mehr. Kein Strom mehr da oder so. Was ist das hier? Küchenwaage. Hier war schon jemand. Hier ist schon offen. Medizinischer Flüssigstoffspender. Nee. Hab ich so auch noch nicht gehört. Safe. Fuck. Okay. Aber in die Richtung war schon... Hallo? In die Richtung war schon richtig. So, okay. Das wär's. Patron, Patron, Pistole. Vorkriegsgeld, okay. Oh! Okay. Das war nicht so cool, dass das explodiert ist. Hier war ich schon, oder? War ich hier schon?
Mad X. Ne, hier war ich noch nicht. Da kommt mein Roboter wieder an. Ich will meinen Hund zurückhaben. Okay, komm, wir gehen jetzt mal gucken, ob wir da was bauen können irgendwie. Wo war denn das jetzt wieder? Ich muss das jedes Mal aufs Neue suchen. Hier vorne. Ah, hier muss ich was bauen. Ah. Strukturen. Was kann man denn alles bauen? Kann man auch irgendwie wechseln? Ah, hier. Möbel, Dekoration, Energie. Okay, wir brauchen natürlich Möbel. Und da Betten am besten, ne? Stahl, Stoff. Ein bisschen was habe ich. Benötigt. Was wird da benötigt? Irgendwas wird da benötigt, aber ich weiß nicht was. Hey June, läuft es einigermaßen? Oh. Tja, ich glaube schon. Wenn ich aufstehe, sage ich mir, du musst einfach nur den Tag überstehen. Du hast einiges erlebt, Mann. Schlimme Dinge. Sag einfach Bescheid, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oh. Okay. Hey, ich weiß, dass ich ein bisschen durchhänge. Und ich versuche wirklich, mich zu bessern. Ach, dafür musst du dich nicht entschuldigen. Kümmer dich um deine. Ach, ich kann hier auch weggehen und dann. Alles laufen. Ah, okay. Nein, ich wollte gar nicht verwerfen. Na klar. Ach, man kann das verwerten. Ah, das ist ja cool. Möbel. Ich wollte es gar nicht auswählen. Auch verwerten. Zack. Möbel. Hallo, ich will da rein in die Möbel. Man muss sich da wahrscheinlich wieder zurück, ne? So, los. Hallo? Betten. Was stand denn in der Mission, was ich für Betten bauen soll? Wie verlässt man hier? Nein, so nicht. So, okay, und so kommt man wieder ins Menü rein. Okay, gucken wir mal kurz, was in der Mission. 20% habe ich schon. Also, es reicht auch, wenn ich hier... Ah, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Beziehungsweise zu kurz. Es reicht auch, wenn ich die ganz billigen Betten nehme. Davon habe ich nämlich noch ein paar, die ich bauen kann. Jetzt habe ich die Mission, glaube ich, sogar schon erfüllt, ne? Baugeschützte, ja, 100%. Sprich, okay. Jetzt muss ich wieder mit dem sprechen. Hey, Sturges. Gefällt mir. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Juhu. Was wir jetzt brauchen, ist eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser. Ich bin dran. Sauberes Wasser kommt sofort. Super, vielen Dank. Okay. Müssen wir mal gucken, was wir hier bauen können. Ah, oh, ich hab doch gedrückt gehalten. Möbel, Dekoration, Energie, Schutz, Ressourcen. Wasser, Wasser. Wasseraufbereiter industriell. Wasserpumpe. Wir brauchen einmal Beton. Kann man irgendwas hier nehmen, was man Beton bringt? Müssen wir mal uns ein bisschen umgucken. Verwerten, 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 verwerten. Ich baue das ganze Ding ab irgendwie. Kann das Auto auch verwerten. Stahl gibt es, okay. Ich brauche aber Beton, das wäre nice. Was gibt denn so Beton? Hier so. Ja. B-Markierung für Suche. Habe ich das nicht gedrückt? Beton. Doch, jetzt ist es auf der Suche. Aber wie finde ich das jetzt, ist die Frage. Nochmal Select kurz. Aufgepasst. Kann ich zu Diensten sein? Geh dorthin. Natürlich, Sir. Gucken wir mal. Wie kann ich das jetzt suchen, ist die Frage. Gucken wir mal hier im... Pip-Boy.
Die Karte, komm. Was ist das hier? Tempines Bluff? Ne, da muss ich später noch hin. Jetzt will ich den hier erstmal beim Aufbau helfen. Jetzt habe ich aus Versehen irgendwie die Taschenlampe angemacht und weiß nicht wie. Ich habe noch ein Level zu vergeben, sehe ich gerade. Das machen wir auch gleich mal. Intelligenz, glaube ich, oder? Glück? Intelligenz, Glück. Glück nehmen wir erst. Auswahl bestätigen. Und dann hätten wir das auch erledigt. Ja, wie kriege ich jetzt meine Taschenlampe wieder aus? Vielleicht gedrückt halten? Ah, gedrückt halten. Okay, wir brauchen immer noch hier Beton. Das ist ein bisschen blöd. Kann man das hier verbauen? Gucken wir mal. Oh, ich hab's doch gedrückt gehalten. Wie lange soll ich denn noch drücken? Ressourcen, zerstörtes Haus. Beton, Freunde, jawohl. Da ist es. Bauen wir doch jetzt mal so ein Wasser. Wasserpumpe. Kann nur auf Erde platziert werden. Hier, hier. Hier. Sauberes Wasser. 100%. Okay. Nein. Wir haben doch 100%. Ah! So. Wieder mit Sturges sprechen. Er pennt hier erstmal. Hey, Sturges. Erstmal wacht er auf. Oh, komm schon, mach hin. Echt beruhigend, eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser zu haben. Ja, ne, ich cool, hoffe, oder? Es ist okay, wenn ich dich nochmal um Hilfe bitte. Bestimmt. Unsere Lebensmittelvorräte werden langsam knapp. Wenn wir uns hier niederlassen, müssen wir was anbauen. Okay. Ich fange gleich mit dem Anpflanzen an. 30% habe ich sogar schon irgendwie. Ich weiß nicht wie. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Ah, komm schon. Gedrückt halten. So. Hier raus. Hier rüber. Rein. Essen. Okay, wir haben nichts dafür da. Wir haben echt nichts. Hm. Gucken wir mal, ob wir da irgendwas finden irgendwo. Irgendwas muss man da doch bauen können, oder? Was kann man hier bauen? Plünderstation, Futtertrog, Glocke, Sirene. Nichts so wirkliches. Warum sind die jetzt markiert? Ich weiß es nicht. Aber hier muss auch irgendwo Essen zu finden sein, oder? Die sind ja zur Suche jetzt markiert. Was ist das hier? Verwerten. Ja, kriegt man nur Holz raus. Immerhin Stahl. Hier hinten leuchtet so grell. Ach, das ist verstrahlt. Da darf ich nicht hin. Wir gucken mal. In die Richtung ist irgendwas. Was wir markiert haben zum Dings. Hier hinter oder wo? Hier ist nicht genau gesagt, wo. Muss man jetzt echt darüber? Oh fuck, ich bin plus 10 radioaktiv verstrahlt. Gibt es hier eine Brücke da hinten? Gehen wir mal zur Brücke. Rennen wir mal ein bisschen. Ausdauer haben wir zwar keine mehr, aber egal. Wir müssen darüber irgendwie. Da drüben gibt es nämlich Lebensmittel und die brauchen wir. Ist das ein Böser? Nee, das ist wieder unser Kollege. Preston. Halt die Augen offen. Du musst immer wachsam bleiben. Ja, natürlich, Brudi. Das bin ich natürlich. Keine Sorge. Immer wachsam. Gehen wir mal da zu dem Punkt. Ich weiß nicht, was das ist. Das kann auch die nächste Mission sein oder so. Ich werde es mal kurz markieren. Die Richtung. Das ist die Raststätte. Um Concord. Und die nächste Mission ist da vorne. Das ist ein bisschen kacke.
Weil das ist das, glaube ich, oder? Ich guck mal jetzt nochmal. Ah, das ist die nächste Mission. Das ist gar nicht hier irgendwas, was ich so markiert habe. Gehen wir mal wieder in die Richtung. Da sind auch Sachen markiert. Hier ist auch irgendwie Futter oder was? Kochstation herstellen. Gegrillte Kakerlake. Kochen. Anfertigen. Können wir noch irgendwas anfertigen? Köterkeule. Oh Mann, ey. Todeskrallensteak. Okay, Getränk. Können wir da auch was? Suppe. Verwertbares? Nee. Verlassen. Das finde ich nice mit den Stationen, wie die das gemacht haben. Aber da vorne können wir noch irgendwas regeln jetzt. Gleich. Kommen wir hier nicht durch. Oh. Vielleicht finden wir da ja so Zeug oder so. Aber ich glaube eher, das sind die Leute, mit denen wir reden sollen oder so. Sieht ganz so aus. Hey. Gucken wir mal, was die so zu sagen haben. Na, warum sollen wir nicht mit allen reden? Hey, hast du einen Augenblick Zeit? Ich wollte Klar. dir dafür danken, dass du uns in Concord geholfen hast. Hätten wir dich doch nur eher getroffen. Nicht der Rede wert. Ihr seid wirklich durch die Hölle gegangen, was? Du kannst es dir nicht vorstellen. In den letzten Monaten haben wir alles verloren. Mein Sohn ist fort. Okay. Dein Sohn. Wie war sein Name? Kyle. Mein Sohn hieß Kyle. Ich verstehe. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch jemanden verloren. Aber du und ich, wir sind noch da, oder? Wir müssen weitermachen. Für sie. Das stimmt. Das müssen wir. Muss ich jetzt nochmal mit dem reden? Ich kann nochmal mit ihm reden. Hallo, bleib stehen! Warum wird er mir überhaupt markiert? Habe ich denn irgendwie markiert, dass er mir markiert wird? Gucken wir mal. Das wollte ich nicht. Das war die falsche Taste. So. Bitte, ich muss jetzt allein sein. Okay. Aber wir können nur kurz Ralph befehligen, ne? Oder? Sturgis, was macht der? Ne, der hört nicht auf mich. Hm. Okay, ich muss irgendwie an Lebensmittel kommen, aber ich habe noch keine Ahnung wie. Das könnte interessant werden. Das war wieder die Richtung Brücke, oder? Gehen wir mal in die andere Richtung. Wir brauchen Lebensmittel. Man muss doch hier irgendwo Lebensmittel finden, oder nicht? Was man anbauen kann. Kaffeedose. Brotkasten. Salzstreuer. Pfeffermühle. Kleine Soßenpfanne. Soßenpfannendecke. Oh Mann, was es hier alles gibt, ne? Aber nicht das, was wir brauchen. Wir müssen irgendwas anbauen. Ah, jetzt habe ich wieder die falsche Taste gedrückt. Hier steht's ja. Moment, ich guck mal kurz, wo es hier ist. Hier, Aufgaben. Versorge die Siedler mit Lebensmitteln. 30%. Also muss ich noch mehr hier suchen, was man essen kann. Mr. Handy Treibstoff. Serpentin. Okay. Früher wurde damit ja mal gewaschen, habe ich mal gehört, aber keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Spielzeugauto und Bebel. Ist das nicht mein Haus? Das ist mein Haus, oder? Ich kenne doch noch das. Ich komme, Kumpel. Ja, Seans Kinderbett. Oh Mann, wie traurig, ne? Mein altes Haus. Und da ist Cotsworth. Wie traurig, einfach kann man das Palettenkleid anziehen. Das probiere ich jetzt mal aus. Inventar. Kleidung. Das will ich jetzt sehen, Freunde.
Hat er echt das Palettenkleid an. Zieht's euch rein. Kann man das irgendwie besser drehen? Dass man das komplett sieht? Wer ist er? Ich versuche mich nützlich zu machen. Niemand will einen erwachsenen Mann im Selbstmitleid ertrinken sehen. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Ah, ich kann ihm so Essen geben, das stimmt. So, mein Inventar. Gucken wir doch mal, was wir dem geben können. Leckeres. Ein Dandy-Boy-Apfel zum Beispiel. Oder einen Kuchen. Und dann gucken wir mal. Die Tage sind hart. Aber selbst die sind mit der Zeit immer einfacher zu ertragen. Haben wir dem das jetzt gegeben? Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Ja, haben wir. Das passt doch. Oder, denke ich? Tut mir leid, ich wäre gerade keine gute... Gucken wir mal, ob wir da jetzt mehr haben als vorher. Ne, 30%. Braucht der auch was? Marcy Long? Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. So. Gucken wir doch mal, was wir für die haben, Leckeres. Fleisch und Bohnen. Und ich habe doch gerade auch was gemacht. Kakerlaken, irgendwas oder so. Knusprige Eichhörnchenbissen. Was haben wir denn vorhin hergestellt? Wo ist denn das jetzt? Wie hieß das, ist die Frage. Todeskrallensteak zum Beispiel. Sehe ich aus, als wollte ich plaudern? Ich wollte auch Sachen tauschen, nicht plaudern. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwer drin ist, gerade. Die scheinen alle auf Achse zu sein. Ja. Definitiv alle auf Achse. Hier ist mein Anzug. Hi, Cotsworth. Aufgepasst. Gib mir mal die Sachen was wieder. Ist ihres, der hat nämlich noch hier Blähfliegenfleisch. Alles nehmen. Nein, nicht alles nehmen. So, zack. Der hat auch noch... Hat er noch was? Ushanka, was ist das? Ich weiß es nicht. Aber der Wert ist nicht gestiegen von den Dingern, oder? Meine ich das nur? Das war wieder die andere Richtung. Hier ist auch noch was. Ne, das ist wieder die Richtung. Das ist wieder hier Richtung... Ne, gar nicht. Da muss ich hin. Dem muss ich noch Essen geben. Glaube ich jedenfalls, oder? Oder ist es wieder hier... Ah doch, das ist wieder die falsche Richtung. Ja, das ist wieder da hinten hin. Gucken wir mal, was es hier noch gibt. Mutter Natur weiß immer wieder. Wie können wir den Essen geben? Trotz aller Verwüstung durch den Krieg ist der Sonnenaufgang. Welcher ist er? Habe ich dem schon Essen gegeben? Such dir einfach eine gute Stelle und pflanz was auch immer du hast. Frische Nahrung wäre echt eine schöne Abwechslung für uns. Ich will nur ein bisschen handeln. Ich habe doch frische Nahrung für dich, Kollege. Ach, ich wollte das doch gar nicht nehmen. So. Blähfliegenfleisch geben wir dir. Denk daran, jemanden die Pflege der Pflanzen zu übertragen. Jemand muss sich um sie kümmern, wenn wir was ernten wollen. Okay, wir müssen echt Pflanzen anpflanzen, scheinbar. Ressourcen. Essen. Und da ich die Sachen alle nicht habe... Ich markiere mal nur eins davon. Vielleicht wird es dann einfacher gefunden. Oh, Klingenkorn weg. Mais weg. Ich habe nämlich nichts davon bisher. Das ist halt ein bisschen schade. Zerstörtes Haus. Kann man das noch weiterverwerten irgendwie? Stahl, okay. Man sieht halt hier nicht, ob man das irgendwo findet. Aber ich werde mich bis zur nächsten Folge schlau machen. Dann werden wir ein bisschen anpflanzen, hoffentlich. Ich verabschiede mich für heute. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Sage bis morgen. Haut rein. Ciao.